Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Und es ist direkt Zeit für einen Kampf, in dem wir alle Gegner besiegen würden, was natürlich für unsere Truppe, bis auf Mario, ziemlich einfach ist. Sieht doch gar nicht nach so vielen aus. Wir sind nach 7. Lava Grobian. Da gibt es natürlich ziemlich viele Pipes und die haben Höhen-Advantage. Das heißt, ich würde da nicht direkt auf den Grobian gehen. Dann haben wir hier Lava Gookiboos. Und zwar 2 Stück. Gehilfen, die. Ja, das kriegen wir schon hin. Gehilfen hier hinten und Gookiboos. Das heißt, auf die Gookiboos brauchen wir uns eigentlich gar nicht konzentrieren, weil sie sich ja eh teleportieren. Und dann. Was machen wir denn dann? Boah. Wir können natürlich versuchen. Alle Gegner außer Reichweite. Sind auch für ihn alle Gegner außer Reichweite und für Rabbit Yosh. Wir können natürlich versuchen. Okay, wir können den Grobian nicht herlocken. Okay. Wie weit geht denn unser Movement? Verstehe ich nicht. Aber gut, versuchen wir den Grobian herzulocken. Dann können wir vielleicht ein bisschen dashen. Aber der wird halt versteinert. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, ne? Aber ich meine, es läuft gut, ne? Aber ich habe es mir jetzt schon anders vorgestellt. Und irgendwie waren Grobiane mal gefährlich, ja. So, von hier so. Ja, komm, dann packen wir nochmal mit Rabbit Yosh die dicke Panzerfaust aus. Machen wir da die Ecke einmal weg. Zack! So gehört sich das. Ich glaube, wir brauchen kein Schild erstmal für A Real Rabbit Yosh. Komm, wir machen mal einen Hellenschuss an. Ich meine, ne? Was soll der Geiz, ne? Auch Gookie Boost, der wirkt der Hellenschuss natürlich nicht gegen. Wow. Das war eine super Bewegung. Wow. Wie soll mal in Dash-Reichweite kommen? Das wird er schon. Oh, du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. So, der Gehilfe kann natürlich Granaten werfen. Aber das war ein brutaler Fehler. Denn wer nicht aufpasst, wird gedasht. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier unten noch ein bisschen. Ja, leider nicht. Und ich würde auch nicht nach unten gehen, wie gesagt. Der Höhenbonus. Dann gehen wir hier hinter diese. Oh, ich bin so dämlich. Oh, tut mir leid, Leute. Ich habe wieder nicht nachgedacht. Sorry. Ja. Real Rabbit Yosh. Wir können das. Aber wir können auch nicht mal eine Granate irgendwo hinschmeißen. Aber pass auf, wir können ihn hierhin bewegen. Einmal auf die Deckung schieße ich mal, was soll's. Und dann Immunität gegen Super-Effekte, damit wir nicht die Honigkiste jetzt ins Gesicht kriegen. Dann müsste Mario einen Jump machen. Oder halt auch nicht. Ha. Dann schießen wir nochmal auf die Deckung. Wow. Packen wir mal die Ente aus. Dann treffen wir mal beide Gookie Boos. Das war jetzt kein astreiner Zug.
Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir können aber mal das Schild auspacken. Und naja, Mario kann halt so blöd rumstehen, wie wir es von ihm gewohnt sind. So. Die Guribos gehen langsam vorwärts, schießen Marios Deckung weg. Das könnte natürlich jetzt ordentlich auf den Pöpöter geben. Okay, das Schild von Real Rabbit Yoshi ist weg. Die sind aber beide noch in Dash-Reichweite. Oh. Ah, zum Glück. Real Rabbit Yoshi noch am Leben. So wie wir ihn am liebsten haben. Lebendig. So, und dann stellen wir uns hier hinter diese Deckung. Nachdem wir die beiden Gefährten einmal gedasht haben, den können wir natürlich ausschalten. Müssen wir überlegen, ob wir das tatsächlich machen wollen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf den Gehilfen. Weil. Nicht gut. So, komm. Packen wir einmal die Panzerfaust aus. Um da mal ein bisschen Schaden zu machen. Dann packen wir einen doppelten Dash aus. Und verteidigen uns. Ich weiß es nicht, klar, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich machen wollte, ne? Ist mir bewusst, aber irgendwie bietet es sich gerade an, um die zu schwächen. Und dann können wir nochmal einen Schwächezauber raushauen. Ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Zug. Und natürlich nehmen wir den letzten Googie-Boo hier. Oh nein, Real Rabbit Yosh wird sterben. Real Rabbit Yosh wird sterben. Die Gehilfen werden die Granaten. Oder sie gehen auf ihn. Bitte. Bitte geht auf Rabbit Yosh. Save Real Rabbit Yosh. Oh, sehr, sehr gut. Ihr seid dämlich. Oh. Sehr, sehr schön. So, Real Rabbit Yosh kann sich jetzt erstmal ein bisschen Leben zurückholen. Ihn kann er auch dashen. Das ist sehr, sehr gut. So, ein Dash in die Röhre. Und dann dort oben hoch. So, und dann schießen wir noch einmal einen rein. Kritisch, sehr, sehr schön. Vampirschaden. Haben wir ein bisschen Leben wiederhergestellt. So. 50% Chance. Kriegen wir noch eine bessere Chance, ist die Frage. Können ihn natürlich wegdashen. Können ihn natürlich wegdashen in die Röhre. Dann können wir leider nur ihn dashen. In die andere Röhre. Und dann hinter die Deckung hier. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zug. Kriegen wir wieder ein paar Dashes raus. Wenn auch leider nicht alle die Real Rabbit Yosh vollführen kann. So, und dann gucken wir jetzt, was Mario noch machen kann. Der kommt nicht wirklich weit. Im Sinne von... Ja, was kannst du denn eigentlich, Mario? Ja. Jetzt habe ich jetzt 50% Trefferchance. Komm, wir stellen hier oben, dann machen wir einen hellen Schuss an und dann wird das schon irgendwie. Dann schießen wir die Honigkiste da weg. Und machen den hellen Schuss an. Kann der eine sich natürlich nicht bewegen, weil er gehonigt ist, ne? So, mit der Granate schalten wir beide aus. Zumindest ist das der Plan. Bada bang! Oh, sogar Stein. Und nochmal 200 Leben für Real Rabbit Yosh bekommen. Ja, da wirst wohl nur noch einer über. Ja, da kannst du ihn so viel anlocken, wie du willst. So. A Real Rabbit Yosh
kann leider nicht den Dash perfektionieren. Und wir hoffen jetzt mal auf eine Vampir-Chance, die wir auch bekommen, sodass wir wieder ein bisschen Leben dazu bekommen. So, das haben wir gut gemacht. Leider ein Zug zu lange gebraucht. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Wir hatten einen nicht so ganz so guten Zug, aber 4 Züge sind ja gerade schon ein bisschen knapp kalkuliert hier im Räderwerk. Aber gut, ist es so. Aber immerhin sind alle am Leben mit genug Leben, dass wir nun unsere Fahrt fortsetzen können. So, die Lava-Brocken können wir noch nicht wegmachen. Und wir haben eine neue Tarot-Karte, die ich mir noch nie angesehen habe. Ja, schön, dass wir sie haben. So, dann finden wir hier noch eine Truhe. Ist das eine neue Waffe? Nein, es ist ein lustiger Unfall. Tarot, das verstehe ich halt nicht. Tut mir leid, wenn ich da jetzt nicht so excited bin, dass wir das gefunden haben. Aber nun begeben wir uns erstmal in die Cyberworld of Was ist hier meine Aufgabe? Hey! Du bist da drauf! Wird gar nicht so schwer. Aber immerhin kriegen wir eine neue Waffe dafür. Also, aber. Auge um Auge! Sehr, sehr schön. Ein neuer Hammer für Mario. Den benutzen wir in letzter Zeit relativ wenig. Wir sollen den mal ein bisschen mehr verwenden, weil der Hammer, der macht ja auch schon Spaß, wenn man so jemanden ein bisschen zertrümmern kann. Aber egal. Setzen wir unsere Reise fort in einen Mini-Boss-Kampf. Wir sehen schon Bowser Juniors Fahnen hier und Kanonen und... Ich ahne nichts Gutes. Das ist das größte Röhrenlabyrinth, das wir bisher gesehen haben. Echt, wie paranoid ist dieser Bowser Junior eigentlich? So viele Röhren, die ins Nichts führen. Und das ist das ein Roboter? Ab welchem Moment entscheidet man sich, sich derart einzuigeln? Ey, du bist selber ein Roboter, Beepo. Es gibt nur einen Weg durch die Röhren, der uns zu Fuji... Also, pass auf, jetzt, ne? Spawny. Hatte ich jetzt letztens mit Sarah drüber gesprochen. Und ich nenne ihn ja mal Fuji, weil, ne, der verbindet Sachen. So, da haben wir, naja, das Spiel hat ihn Spawny genannt. So, wenn man mal genau nachdenkt, der spawnt nichts. Der spawnt stumpf nichts. Weil spawnen würde ja heißen, dass er irgendwas so aus dem Nichts erzeugt, was er einfach erscheint. Aber er fusioniert ja tatsächlich. Das heißt, Spawny ist sogar noch ein schlechter, also nicht nur, dass ich den Namen ignoriere, es ist noch ein schlechter Name, weil er beschreibt Fuji nicht. Sondern Fuji beschreibt Fuji. Aber gut, lass uns vorsichtig sein, um keine Zeit zu verlieren. Bowser Juniors Versteck. Okay, dann haben wir schon mal irgendwas verbunden. Dann haben wir auch schon mal irgendwas verbunden. Dann haben wir auch schon mal irgendwas verbunden. Okay, hier haben wir eine Lampe. Das heißt, durch diese Röhre können wir gehen. Um wahrscheinlich irgendeinen Bonus wieder abzusahnen. Wie zum Beispiel Münzen und eine Kiste. Das freut mich natürlich immens, dass wir endlich einen Robo-Prototypen bekommen haben. Ja, das könnt ihr gar nicht... Kann ich gar nicht beschreiben, wie glücklich mich das macht. So, dann versuchen wir nochmal gelb. Oh. Versuchen wir jetzt blau. Jetzt haben wir eine zweite Röhre aktiviert, durch die wir gehen können. Blips, oh nein, warte, die führt uns zurück, oder? Das ist nicht passiert. So, dann nehmen wir nochmal rot. Und grün. Die führt tatsächlich da hinten zu der Kiste. Das heißt, die können wir mal nehmen. So, da halten wir ein paar Powerkugeln, mit denen wir unsere Helden wieder ein bisschen aufmotzen können. Sehr, sehr gut. So, in der Mitte ist die Röhre, durch die wir durch müssen. Das heißt, wir müssen erst blau in Position bringen und dann die anderen Röhren
dementsprechend formieren. So. Das führt uns nicht zur Röhre. Das führt uns im Prinzip zur Röhre. So. Jetzt gelb liegt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt grün verstellen würden. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir noch rot verstellen, dass wir einen Zugang haben, um zu Bowser Jr. zu gelangen. Das war ja gar nicht so schwer. Oh, 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 oh. Das sieht nicht sehr einladend aus. Wir sehen da schon das Schlachtfeld. Eine Menge Verteidiger. Eine Menge Verteidiger. So, das ist also der Bosskampf, den wir hier gleich, oder den Mini-Bosskampf, den wir gleich erleben. Ich wollte noch mal kurz durch unsere Waffenauswahl gehen. So, Mario hat halt einen neuen Hammer gefunden. Wir haben jetzt Sprungschaden. Und jetzt, der macht auch Sprungschaden, ist halt nur stärker. Das heißt, ne, logisch, dass wir den kaufen. So, Rabbit Yosh hat nichts Neues. Real Rabbit Yosh hat auch nichts Neues. Und ja, die anderen spielen wir gerade eh nicht. So, Mario 160 Fertigkeitspunkte. Wir können natürlich... Bewegungsradius nach dem Stammsprung ist gar nicht so eine schlechte Sache. Erhöhter Schaden ist auch nicht so eine schlechte Sache. Heldenschaden können wir erhöhen. Jetzt haben wir nur noch 20 und wir haben Röhrenaufstiegsradius. Den können wir noch machen. So, dann haben wir Real Rabbit Yosh. Wir können natürlich den Rasereischaden erhöhen, weil es erhöht automatisch auch unsere Kraft sozusagen. Mehr Bewegungsradius wäre natürlich gut, aber er kann halt auch nur zwei Leute auf einmal dashen. Ne? Sollen wir leben oder... Komm, wir gehen auf Leben, weil er kann eh nur zwei Leute auf einmal dashen. Das ist jetzt so meine Theorie. Denn. So, Real Rabbit Yosh. Wir können natürlich jetzt noch mehr Rasereigegner machen. Das kostet aber 100 Punkte. Das ist schon relativ teuer. Ich glaube, der Röhrenradius will gerade seinem etwas aggressiveren Spielstil entgegenkommen, so. So. Eierschale nochmal auf. Ja, komm, dann nehmen wir das nochmal mit, dann haben wir alle Punkte ausgegeben. So, gucken wir nochmal, 34 irgendwo unterbringen können. Komm, das. So, dann haben wir alle Punkte ausgegeben. So, kann Mario noch irgendeinen Nonsens kaufen? Goldener Treffer, wow. Bin ich begeistert von. So, Leute. Ich glaube aber, wir sind schon wieder am Ende der Episode angekommen. Auch wenn das jetzt ein bisschen doof ist, wo wir gerade den Mini-Boss-Kampf erreicht haben. Aber den könnt ihr dann ja beim nächsten Mal mit mir zusammen hoffentlich bestreiten. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wo wir einen Mini-Boss-Kampf gegen Bowser Jr. machen werden. Zumindest ist meine These. Und deswegen würde ich sagen, tschüss!